Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Hier sind wir wieder bei dem FC Barcelona in der Liga BBVA gegen Rayo Vallecano. Ja, und im Gegensatz zu dem, was ich angekündigt habe, habe ich nicht jetzt die Wunschspieler aufgestellt in diesem Fall. Ich werde das beim nächsten Spieler logischerweise machen, die so gewünscht worden sind. Jetzt erstmal ein Test von mir. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, warum wir eigentlich so scheiße aussehen. Das können wir im Regen von Vallecano versuchen zu verbessern. Wir müssen einfach mal sehen. Also es gibt ja, wir jammern ja auf hohem Niveau. Dennoch habe ich meine Aufstellung so ein bisschen variiert heute mal. Einfach mal, um zu gucken, wie das so geht. Man kennt hier von Vallecano eigentlich überhaupt keinen, der einem so richtig Angst machen sollte. 4-2-3-1 spielen sie, das ist alles hübsch und schön und gut. Ich kenne keinen. Und jetzt zu uns. Ich habe umgestellt, Neymar spielt ganz vorne, Messi auf der 10, Iniesta auf dem Flügel. Mal gucken, ob das was ändert. Ich weiß es nicht genau. Wir gucken mal, vielleicht ist das für Neymar und Messi ein bisschen angenehmer, auch wenn Messi ja schon viel Hütten gemacht hat, aber Messi ist in den letzten 2-3 Spielen recht viel abgetaucht und ich hoffe mir einfach davon, dass wir ein wenig mehr von ihm sehen. Da, das war Iniesta und das ist Messi und da steht es 1-0. Ein Traumauftakt in der dritten Minute mit einem wunderbaren Lupfer und Messi spielt ja auf der 10er-Position. Sensationell schön gespielt. Gucken wir gleich nochmal rein, oder? Ja, da haben wir schon den Pass nicht mehr gesehen von Alba und jawohl, zweimal wunderbar vertikal Fußball gespielt, schon steht 1-0 für Barca und das ist es, ja, also liegt sicherlich nicht daran, dass ich das umgestellt habe, ich denke mal, den hätte Iniesta auch reingelupft, aber einfach stark, also Iniesta jetzt über links, Robin logischerweise bleibt auf rechts, ja? Ich wollte es einfach mal testen für die wichtigen Spiele, Achtung, Rad kommt und Piqué, boah, da wird hier umgetreten fast schon. Und Hugo Lloris muss auch eingreifen. Boateng, Oscar und da haben wir Messi. Auch da kann er mehr teilnehmen am Spiel. Neymar, Busquets schickt. Ach, schade, da war Iniesta fast durch. Ne, also er kann einfach mehr am Spiel teilhaben auf der 10, kann sich die Bälle früher holen. Und Neymar ist meiner Meinung nach nicht so der Typ, der im Mittelfeld gegen auch mal einen Schrank spielen kann. Einfach so, das mal so zu sagen. So, jetzt gucken wir aber mal weiter, wie wir das Spiel hier angehen können. Iniesta auf Alba. Jordi Alba, der läuft ja extrem nach vorne. Das muss man ja einfach mal sagen. Das ist schon überragend. Hat natürlich auch die Schattenseite, dass wir hinten oft mal offen sind. Das bin ich nicht gewohnt aus meiner Bundesliga-Karriere, ganz ehrlich. So, Oscar. Da macht das schön hier. Messi, Busquets. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Und ich würde auch sagen, ah, Dani Alves, schade. Und da ist Messi, der hat eine schöne Grätsche hingelegt. Rad. Radwan-Rats oder was? Ist das der Rats? Also sagt mir der Name doch vielleicht was. Keine Ahnung. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Den Ball kriegen wir nicht. Habe ich mir fast geahnt. Falscher Spieler jetzt hier auch noch angemalt. Aufpassen. Wunderbar. Piqué klärt die Sache hier. Einmalig doch nicht. Oh, da kommt er da unten an. Bei Lass. Oh, Boateng wird geblockt. Mensch, hat aber Glück hier. Es ist schon ziemlich witzig hier. Die Spanier, die sind schon heiß hier. So, Alba. Sehr schön. Jetzt muss er da oben den Ball hinkriegen. Ah, nein, hätte ich hochspielen müssen, da wäre Robben durch gewesen. Mann, ich habe schon gerochen, oder was, Iniesta. Jetzt sind zwei Flügelstürmer ohne Haare da. Kerle Kiste, ne. Warum habt ihr die denn so gleich gemacht? Also ich habe Probleme, in dieser Liga dem Gegner den Ball abzunehmen. Das muss ich ganz klar sagen. Ich komme nicht an die Bälle. Das ist mir noch nie passiert, dass ich so Probleme hatte. Ganz am Anfang, ja, mag sein, wo FIFA neu war. FIFA 14, da hatte ich diese Probleme auch. Aber im Moment ist es echt so, dass ich nicht in der Lage bin, den Ball vernünftig abzunehmen teilweise. So, Robben. Ja, das war's. Oh Gott, doch Gott, wen wollt ihr denn da suchen? Ah, in Robben, ey, setzen 6. Aber es ist schon wieder so. Einmal das Tor gemacht und seitdem wieder null Chance, überhaupt einen gescheiten Angriff aufzuziehen. Okay, es regnet natürlich auch. Aber das wieder, wie leicht der da vorbeikommt. Und jetzt hier, das ist ein ganz sicherer Ballgewinn. Zweimal normalerweise. Und es gibt Foul für mich, weil ich einfach nicht an die Bälle komme. So, Messi muss mal hier ein Stück vorgehen. Das macht er genau jetzt, muss er da sein. Ah, der kriegt den Ball gleich wieder gespielt. Okay. Also gefühlt habe ich 3% Ballbesitz. Wieder so leicht. Das kann alles nicht wahr sein. Ja, wird er geschubst und getreten. Oscar ist aber da. Und spielt den ganz sicher raus. Sehr gut. Jetzt müssen wir so spielen. Iniesta auf der Seite. Ist anwesend. Läuft erstmal über den Ball. Mann! Schon wieder so eine Kacke. Messi. Schönes Roulette. Und oh, wieder einer da. Natürlich. Ich habe keine Zeit. Also das ist Wahnsinn. Die sind biestig gegen Barca hoch 10, die Gegner. Und erneut hier wieder angezeigt. Ich drehe noch durch in dieser Saison. Wie viel Scheiße da angezeigt wird, ey. Die permanent werden wir gehalten. Ich muss aufhören, mich aufzuregen, sonst steht es wieder 1-1 gleich.
Achtung. Ich komme an dem Geil vorbei da. Ich kann machen, was ich will. Das ist unfassbar. Der lacht sich tot hier über uns. Ja, logische Schlussfolgerung hier. Lori, Pfosten, okay. Boah, das ist zum Kotzen auf gut Deutsch. So will ich es euch mal sagen. Ich verstehe das alles nicht. Robben. Oh Mensch, das ist doch lachhaft, wie der den Oscar da ansieht. Der soll gar nicht da hingehen. Oh Mann, habt ihr das auch? Echt Frage, eine echte Frage. Wenn ihr mit solchen Teams spielt, habt ihr das auch? Das ist ja teilweise lachhaft und grotesk. Das hat ja schon was vom Kasper-Theater hier. Wenn die sich da anschießen an einem Meter Entfernung, Superstars, die ohne Ende Kohle verdienen. Ich kann das nicht fassen hier. Wie die da durchgehen? Und wenn du den Ball hast, wirst du geblockt, dass du den nächsten Ball gar nicht erreichen kannst. Robben. Na also, Dani Alves, jetzt geh mal ab, Junge. Neymar, du könntest dich mal in die Mitte bewegen. Och, Kerle, Kiste, nee. Neymar schläft ja auch halb da. So, Oscar. Oh. Wieder weg, schade. Ein einzigster Angriff. Gut, der hat gleich zum Tor geführt, das muss man ja sagen. Oh, die Grätsche war auch dumm. So, jetzt müssen wir den mal hier vom Ball trennen. Guckt euch das doch mal an, das ist doch unnormal. Das macht doch, das ist doch. Ach, auf, ey. Das ist doch unnormal, dass der da an dem Ball vorbeitritt. Das kann mir doch keiner erzählen. Alter, ey, sowas Affiges. Da macht das FIFA-Spielen keinen Spaß, wenn du sowas siehst. Deswegen tut es mir auch leid, dass ich euch voll mecker. Aber ich lasse euch halt authentisch dran teilhaben an sowas. Das ist absolut lächerlich, wenn die sich da aus 2 Metern permanent in die Schnauze schießen oder der am Ball vorbeiläuft. Das passiert dir nicht mit Köln oder mit Timbuktu, aber mit Barca oder was? Mann, 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 ey. So, Robben. Können wir mal wieder aufbauen vernünftig. Neymar. Und wieder ist keiner in der Nähe. Neymar muss da runterspielen. Auch dahin wollte ich nicht spielen. Das war schlecht von mir. Boateng. Oscar. Ja, also Vallecano hätte sich das Unentschieden definitiv verdient, ne? Neymar. Ach, uff, ey. Da. Genau dasselbe. Da sollte der Ball gar nicht hinkommen. Ich drücke das Ding weit runter und er spielt ihn direkt in die Beine. Also es läuft überhaupt nichts zusammen. Wir führen 1-0 durch dieses wunderschöne Tor von Messi. Aber das ist auch das Einzige, worüber wir uns wieder freuen können. Vallecano ist klar Herr im Haus. Ihr seht es hier auch an den Statistiken. Das geht gar nicht. Ne? Auch wenn es regnet, das geht gar nicht, was die Mannschaft sich zurechtspielt. Aber solange die Ergebnisse stimmen, werden wir sicherlich nicht in Probleme bekommen. Keine Frage. Ganz ehrlich muss ich aber sagen, dass mir das nicht genug ist. Ich will mehr. Also ich will schon Fußball spielen und das können wir im Moment überhaupt nicht. Da kommt viel zu wenig bei rum. Das war schön von Neymar jetzt mal. Das war schön von Neymar. Und erneut Messi hinter dem Mann. Warum stehen die permanent hinter Mann, die Jungs? Mensch, haben die keinen Bock auf Tore oder was? Aber wieder ganz leicht kommt er hier vorbei an Piqué. Oh, wie ein Schuljunge stellt sich Piqué an und Dani Alves passt auf. Und erneut ist der Ball beim Gegner. Also weiterhin Druck. Oh, wieder so leicht. Was machen die denn? So, Piqué schafft es, den Ball zu Lloris klären. Dem springt der Ball fast vom Fuß. Also mir kommt es gerade vor, als würde ich eine F-Jugendmannschaft hier spielen. Ist echt so. Messi spielt den Rücken. Iniesta. Messi. Lupft mal auf Neymar. Ja, der kann nur warten. Da ist Messi. Ne, das ist Alba. Und der spielt ihm viel zu steil. Da soll der gar nicht hinkommen. Ich weiß nicht, was die da machen teilweise. Der soll in den Rücken der Abwehr spielen an 16er und spielt ihn da so wie so eine Schwuchtel rein. Entschuldigung, nichts. Oh mein Gott. Falscher Satz, ey. Nichts gegen, ja, gegen die Sexualitäten der Leute. Es ist einfach so ein dämlicher Ausspruch, den man sich mit der Zeit angeeignet hat. Tut mir leid. Auf jeden Fall spielt er mir Vollidiot da rein. Ganz einfach. Vollidiot ist, glaube ich, nicht so böse. Ja, Messi legt ihn sich zu weit vor. Das habe ich gesehen. Hat Glück. Robben will ihn haben. Kommt da nicht dran. Robben kommt da nicht dran. Jetzt so ein bisschen bessere Struktur in der zweiten Halbzeit haben wir drin, oder? Also ich lasse euch meine Unzufriedenheit wirklich spüren. Wenn es euch nervt, bitte ich das zu entschuldigen. Aber ich kann da einfach nicht positiv reden über das Spiel, wenn ich so eine Scheiße sehe. Erste Wechsel bei Vallecano, José Carlos kommt und Nacho kommt geht raus dafür, glaube ich. Und da haben wir ihn gleich, José Carlos, ja, Robben. Robben indiskutabel schlecht heute, nichts gesehen, wird sofort ausgewechselt jetzt. Dazu haben wir einen guten Kader. Wir bringen Pedro rein, wir bringen Fischer rein, um die Flügel neu zu besetzen. Iniesta auf die 6 geschoben. Und den letzten Wechsel erspare ich mir erstmal. Er kann ja 15 Minuten vor dem Ende noch erfolgen. So, also von Robben genug gesehen heute. Und auch von Oscar genug gesehen. Beide waren quasi nicht präsent heute. Da müssen wir wechseln. Ganz einfach. So, Rat. Spielt ihn rein. Dani Alves hat ihn. Zum Glück für uns. Neymar, Busquets. Oh ja, ist mal Vorteil für uns. Fischer, Neymar.
Schöner McGeady von Neymar hat viel Platz jetzt. Und den macht er. Na also, endlich mal gut gekontert, so wie ich das spielen will. 2-0 Neymar, 64. Und da freuen sie sich auch mal zurecht. Sehr schöner McGeady. Und dann hat er ganz viel Platz in der Mitte. Und den macht er wunderbar mit dem Außenriss. Also technisch hochwertig. Sexy Hexy, würde ich sagen. Jetzt können wir uns endlich mal so ein bisschen... Also kaum kommt Victor Fischer, ne? Der macht gleich eine gute Aktion. Vielleicht heißt das, wir müssen mal tauschen. Neymar erobert den Ball. Genau, jetzt mal hinten rum. Alba wechselt mal die Seite. Na also, das ist das, was ich sehen will. Alves. Oh, scheiß Pass, das will ich natürlich nicht sehen. Aber auch da wieder, warum machen die Außenspieler so weit vorne rum? Sind die denn so offensiv eingestellt? Das finde ich ja verrückt, ey. Lori. Oh, Lori. Ja, Kollege, jetzt sind wir alle wach. Danke. Alves. Pedro. Jawohl, Pedro zeigt Busquets an, er soll spielen. Das macht Busquets wunderbar. Pedro verläuft sich hier fast, ne? Jetzt schickt er Messi. Ja, und der ist natürlich überheiß. Messi. Lockerer Chip auf Neymar. Kann nicht kommen, weil er wieder den Arm drauf hat da oben. Meiner Meinung nach zumindest wird er da wieder ein bisschen behindert. Und da kommt der Ball natürlich nicht an, der Flankenball, der kurze Flankenball, der Neymar vor die Füße hüpfen sollte, dass er einen Dropkick nehmen kann. Achtung, jetzt aber. Nee, auch nicht. Das haben sie gut geklärt. Alter. Und die Jungs sind heiß, das gibt's überhaupt gar nicht nochmal. Oh. Ganz schwer, denen die Bälle abzuluxen. Vielleicht liegt's auch am Regen, ich weiß es nicht. Auch wieder hier. Wieder wird Vorteil mit die. Ich dreh durch, ey. Ich mache nichts anders als sie. Ich stelle sie nur und versuche irgendwie an die Bälle zu kommen. Und du kommst da gar nicht zu. Das ist unfassbar. Du hast überhaupt keine Chance gegen die. Na also. Endlich habe ich. Ich habe einen Ball erobert. Oh, und dann so ein Fehlpass. Fast. War gar kein Fehlpass, aber Neymar muss zurück und damit ist der Ball dann wieder weg. Also, Leute, Leute. Wir haben noch viel Arbeit. Ich habe so also das Gefühl, als würden die nur nach vorne rennen hier. Vielleicht haben wir uns zu Offensive gekauft. Boateng, ja, der ist konstant da hinten. Pedro, Keule, ab geht's, komm, du Typ. Genau, leg mal den Ball vor und sprinte mal hier. Ah, oh, muss ich alleine machen. Neymar, lauf doch. Er läuft auch, na also. Ah, oh, Ruben, gut gehalten. Ich dachte, der bewegt sich vorher. Ganz lang stehen geblieben vom Torwart, richtig gute Parade. Ich hab gedacht, der bewegt sich in die andere Ecke, hab deswegen abgedrückt. Ja, und der Ruben, der scheißt uns ein, der zeigt uns mal, wie es geht. Ah, boah, Rad, Alter. Vollkommen verstört da, wie die in die Leute reingehen. Die haben alle Jagdwurst gefressen, ne? Wie im Testspiel. Vollkommen verstört. Und es ist Zeit, mal Christian Theo zu bringen. Ja, für Neymar, ruhig. Für Neymar vorne rein. Für die letzten Sekunden. Messi hat mittlerweile 7-mal getroffen. Se Castro. Na denn. Bueno und Vieira wechseln nochmal und wir wechseln mit Neymar und Christian Tejo. Hier ist Messi, hier ist Pedro. Sehr schön jetzt mal von Pedro. Ach, José Carlos ist da, schade. Gibt Eckball? Dann tritt sicherlich nicht Victor Fischer von dort. Haben wir denn keinen Linksschützen? Doch, Messi selber. Dann bringt Messi die Ecke auch rein. Die kommt sehr gut. Die, ach, schade. Fischer. Pedro. Ah, die kommen nicht zum Abdrücken. Da stehen dann zu viele vor. Aber wir kriegen auch den schnellen Ballgewinn da nicht auf die Kette. Lass. Also im Regen von Vallecano bin ich eigentlich ganz glücklich, dass wir gewonnen haben. Die zweite Halbzeit war jetzt auch gut. Die war okay. Na, natürlich auch noch Fehlpässe drin und nicht alles perfekt. Aber es geht ja auch nicht darum, dass alles perfekt läuft gleich am Anfang. Kein Abseits von Pedro. Kein Abseits von Pedro. Oh wei, oh wei, oh wei. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wo der hinspielen sollte eigentlich. Busquets, was macht Theo? Jetzt nimmt er den Ball an. Okay, das war ein Zufallsprodukt, aber er ist drinne. Ha, er ist drinne. Golasso! Endlich kann ich mal einen rauslassen. Wobei die Emotionen natürlich wirklich im Keller sind, also im Spiel, aber trotz allem hier. Wenn ich das Tor in der Entstehung sehe, sehe ich einfach alles. Aber wir haben Pedro jetzt eingeladen dazu. Im Endeffekt muss ich Rayo Vallecano jetzt fragen, wieso verliere ich eigentlich 3-0? Also gegen Barca kann man, glaube ich, 3-0 verlieren. Aber aufgrund dessen, dass wir eine indiskutable erste Halbzeit gespielt haben und am Ende jetzt nicht souverän glänzt haben, ey. Und 3-0 gewinnen, das ist schon heftig, Junge. 3-0 gewonnen, liebe Freunde. Damit müssen wir einfach zufrieden sein. Messi, Neymar machen den Unterschied und Christian Tejo. Wobei, ich mal guckt euch das an, gerade mal 4 Torschüsse zustande gebracht. Und 3 davon waren drin, das ist der Hammer, oder? Und wir sehen hier, also Robben mit einer 5-8, das habe ich genauso bewertet wie sie. Also wie die Notengeber da.
Und allen Robben wird jetzt erstmal auf der Bank Platz nehmen, weil jetzt ist Zeit für die Wunschspieler, ne? Keine Frage. Jetzt kommen zum ersten Mal eure Wunschspieler, die ihr immer mal so sehen wollt. Aber leider, jetzt machen wir mal Pressekonferenz hier. Ich motiviere mein Team weiter. Weil zufrieden kann man nicht sein, ne? Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sind wieder, hoppala, hier sind wir, Tabellenführer der Liga. Und das ist am Ende das, was zählt. Auch wenn ich mehr sehen will. Ich hoffe, ihr wollt auch mehr, als dass ich nur stupide meine Spiele gewinne, sondern wollt auch ein bisschen unterhalten werden. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir das gegen San Sebastian Real Sociedad besser machen im heimischen Camp Nou. Ich sage hiermit, danke fürs Zuschauen. Ciao und haut rein.